Jo. Ah, super geil. In die neue Jumpline. Ich sollte halt vielleicht nur anfahren. Skinny Session. Ja. Hey, Hasi, Hasi. Jo. Überlebt Markus den Tag unbeschadet? Wie laufen die neuen Strecken am Geißkopf? Und taugt die Akaso Brave 8 was? Dazu später mehr. Habe die Ehre, grüß euch Burschen und Mädels. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute endlich wieder mal am Geißkopf und nehme euch mit. Also viel Spaß. Ich werde wahrscheinlich mal ein wenig reinkloppen. Ganz kurz das Prinzip von dem Schloss erklären. Der Doppel-D-Verschluss. So, okay, dann bist du safe. Heute mit am Start der Markus, dreifacher Vater und 38 Jahre alt. Ja, aber warst du jetzt schon mit da? Ja, vor 20 Jahren. Also wir es eröffnet haben, es da dann ein BMW Bikepark gewesen. Ja, genau. Also ich bin da mit einem Cube Hardtail damals gefahren. Ja, das war ja sehr gängig dann damals. Good old times. Markus fährt relativ oft Cross-Country- und Marathonrennen. Mit Bikeparks hat er jetzt nicht so viel am Hut gehabt, aber heute probiert er es aus. Ja, ich glaube. Der geht nochmal offen. Ja, der geht noch öffnen. Markus, du musst das Radl an der eine hängen. Als ich ihm heute mein Slash 9.9 angeboten habe zum Probefahren im Bikepark, konnte er einfach nicht widerstehen. Und da musste er mitkommen. Ja, und bist du aufgeregt? So, dann zum iPhone. Guide für die Anfänger. Protection must have. Gute flache Sneaker nutzen und natürlich mitnehmen. Strecken von grün, blau, rot in Angriff nehmen. Am Geißkopf bedeutet das Flow Country, Freeride bis zur Hälfte, dann am besten rüber in den X-Cross, Freeride ganz, Evil Eye plus die Jumpline und dann hat man es eigentlich schon geschafft. Wer sich ans Springen rantasten will, ist bei der Jumpline am Ende der Strecken genau richtig. Und? Ja, merkt schon den Unterschied vom Rad her. Bremsen und so. Ja, bremsen. Bremsen sind da. Es läuft, aber es ist sicher ungewohnt für ihn. Nach dem Flow Country sind wir dann natürlich auch in den Freeride eingebogen. Und der Freeride, der ist in der Hinsicht sehr, sehr ähnlich zu den Trails, die wir jetzt da auch im Umkreis vor Regensburg haben. Also, wie geht's? Ja, so wie in Regensburg ist das, aber... Ein Grinsen von links bis rechts. So, hallo Evil Eye. Nach und nach haben wir uns hochgearbeitet bis zum Evil Eye. Der hat ihm vollgetagt. Ich bin ja gespannt, wie es dem Markus geht. Die Holzelemente waren so unbekannt und neu, das hat er dann noch richtig gereizt. Aber das macht schon Spaß mit den Holzlatten, das ist schon cool. Okay, ja super. Jumpline. Jawohl. Es hat ein bisschen gedauert bei ihm, dass die Euphorie eingesetzt hat, aber so nach und nach hat man dann gesehen, im Markus taugt es richtig. Ihm hat der Tag super gefallen und das hat er dann auch am Schluss noch mal kurz mit einer WhatsApp quittiert. Das Rad hat ihm auch getaugt, richtig cool. Da war es ein Happy Markus zum Ende des Tages. Weiter geht's. Was gibt's Neues am Geißkopf? Ja, ein bisschen näher ist schon da. Oh geil, da gibt's ja Eis. Auf so einen Eiswagen habe ich mich ehrlich gesagt schon seit Ewigkeiten gefreut. Super cool. Die All-Time-Favorite Flow Country ist auch super in Shape. Strick ist auf jeden Fall gut hergerichtet. Sogar die Jumpline wurde ein bisschen hergerichtet. Die Landungen sind jetzt komplett ohne Steine und auch die Absprünge haben wieder ein bisschen mehr Shape. Very nice. Die springen jetzt aber besser wie sonst. Finde ich gut. So, die neue Jumpline am Geißkopf. Hey, warum liegt da Laub? Der trockene Sommer lässt grüßen. Die Jumpline ist echt vielversprechend am Anfang, aber... Erste Fahrt. Naja, zweite. Sie hat so ein bisschen ihre Probleme. Die erste zählt nicht. Dritten.
Wie bei jeder Jumpline habe ich anfangs immer meine Probleme damit, aber bei dieser Jumpline bin ich aus dem Treten kaum rausgekommen. Sie float einfach noch nicht so richtig. Ich hoffe, die Leute können da noch ein bisschen Zeit investieren, damit es besser float. Mit meinem Downhiller war es auf jeden Fall eine Qual. Alter Schwede, brauchst du ein E-Bike? Ah ja, ui, das sind Kurven. Diese etwas versteckte Strecke macht ultra Bock, ist auch komplett hergerichtet und kann man brakeless fahren. Kann man alle im Sitzen fahren. Cool. Also das ist natürlich auch eine sehr anfängerfreundliche Strecke, muss man jetzt sagen. Noch eine ganz neue Strecke, die Transformers, geht unterhalb des Evil Eye los. Man muss ein bisschen rauffahren nach rechts, macht aber Spaß. Jedoch muss ich sagen, ist es nicht viel was anderes wie zum Beispiel meine Home Trails hier in Regensburg. Von dem her gute Enduro-Strecke. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich die Akaso Brave 8 teste. Was soll ich sagen? Es ist, als hätten eine DJI Osmo Action und eine Hero 8 Geschlechtsverkehr gehabt. Ich habe jetzt auf Record gedrückt. Leider haben sich nur die schlechten Eigenschaften durchgesetzt. Die Akaso Brave 8. Benutzerfreundlich. Ja. Die Menüführung und auch die App muss man einfach mit Humor nehmen. Geniale Übersetzungsfehler mit Lachgarantie. Usability, ja, eher schlecht umgesetzt. Ausstattung der Erstausrüstung ist aber gut. Es ist alles dabei. Akkus, Remote, Halterungen. Auch kompatibel mit Hero-Befestigung. Schon, jetzt läuft's, glaube ich. Ah, okay. Der Stimmensteuerung. Bildschirmschlaf. Ach, Bildschirmschlaf. Der vordere Bildschirmschlaf. Ach, ich stehe es auf Chinesisch um. Ich glaube, das ist einfacher. Display. Aber was tue ich mit dem da? Suche nach Kamera. Drücke Sie den Schalter um die... Und dann bitte halten Sie sich in der Nähe. Ja. Welchen Schalter? Genau. Die obige Operation wurde bestätigt. Kommunismus lässt grüßen. Firmware-Upgrade, ja, vielleicht macht es ja besser. Schließen Sie die Kamera an. Nach dem Anschließen der Kamera kann eine neue Firmware... Dann hört's auf. Schließen Sie die Kamera an. Ja. Schließen Sie die Kamera an. Muss jetzt schon wieder... Hä? Die obige Operation wurde bestätigt. In Verbindung. In Verbindung. Ah, jetzt. Dann das Fazit zu dieser Kamera. Die Bike-Aufnahmen sind leider nicht in der Kamera entwackelt, man müsste sie über die Handy-App entwackeln. Das vordere Display konnten wir nicht einschalten. Ist es vielleicht ein Fake? Wir wissen es nicht. Das Audio ist eher so eine kleine Vollkatastrophe, GoPro von 1900. Rückmeldungen nicht hörbar, wenn man was geklickt hat. Und das Ganze 280 € im Paket. Danke fürs Testen, Akaso. Von mir gibt's keine Kaufempfehlung. Lieber eine alte GoPro kaufen. Okay, let's go. So. Jetzt machen wir noch ein, zwei Fotos mit dem Paul. Chef-Fotograf vom Geistkopf. Checkt unbedingt beim Fotografen Paul auf Instagram vorbei. Super Fotos, geile Reels. Ein Arbeitstier okay. Von Herrn und das mit 16 Jahren. So, während der Paul aufbaut, kann ich euch zumindest ein bisschen was über die Hose sagen von der Firma Denise Dainese. Das ist eigentlich ganz geschmeidig, hat so ein 4-Way Stretch Material und ist eigentlich relativ luftig. Taschen sind auch da, sind auch zu, das Handy ist da so ein bisschen verstaut, Schlüssel ist da, ja, da ist er schon soweit. Sie ist wahrscheinlich ein bisschen höher angesiedelt, wahrscheinlich so in Richtung Fox. Schon zum Evil Eye angesagt. Ich bin auch ziemlich eingerostet gewesen von dieser ganzen Bike-Pause. Bei der Session hatte ich null Einfahrzeit, aber die Ergebnisse konnten sich sehen lassen. Also wegen mir war es nix. Trotzdem haben wir ein paar Versuche für ein Foto immer gebraucht. Ich werde es wahrscheinlich noch ein wenig reinkroppen. Ja, cool. So eventuell aussieht. Mega geil. Schauen wir uns vielleicht mal den Drop an. Oder den Stein vorm Drop. So, der alte Marder fällt sich da runter.
Was man bei dem Drop machen kann, das müssen wir aber selber erst ausprobieren, so ein Footplant Drop. Passt für dich? Jo. Okay, dann probier es jetzt einfach mal aus. Mal schauen, ob ich es hinkriege. So, Footplant Drop. Ja, das geht. Seit Ewigkeiten kein Footplant mehr gemacht. Aber zumindest hat es funktioniert, ich habe mich nicht verletzt. Alles gut. Lasst einen Daumen nach oben da für den Algorithmus. Ein Abo, da hat mich auch gefreut. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Servus.